Oder lauf einfach mal weg, während Fyris dich heilt. Ja. Du Wuchtschlag auf die Krabbe, Kugelblitz auf die Krabbe. Du lauf weiter weg. Aua. Ja, das sieht lustig aus. Okay. Ja. Du bewirf ihn mal mit Sternenstaub. Sicher ist sicher. Was? Vorgrim. Brezel weiter auf die Krabbe drauf. Was? War nur noch ein Schleifstein. Ja. Fyris. Pfeilhagel. Und ich, Kugelblitz auf den dicken. Du heil nochmal Kuano. Kuano heilt sich am besten selber. Und jetzt geht der wenigstens mal auf Vorgrim los. Sternenstaub. Ich selber könnte nochmal einen Kugelblitz schleudern. Okay. Vorgrim triffst du zum Glück nicht so leicht. Nochmal Sternenstaub. Sternenwurf. Und jetzt wird's hässlich. Jetzt wird's echt hässlich wieder. Jetzt kommen nämlich die Morpho. Ja? Ha! Sanyasa! So, kümmern wir uns erstmal um die Morpho auf der einen Seite. Ich weiß gar nicht, wie viele Morpho kommen hier. Hier kommen 4 und ich glaube, da drüben kommen auch nochmal 4. 8 Morpho. Ja. Du heil Vorgrim sicherheitshalber mal. Au. Und Wundbrand auf mich, das ist okay, da komme ich klar mit. Quano Sternwurf auf den dicken Morpho. Ich kümmere mich um so einen kleineren Morpho gerade. Fyris, du heilst dich am besten selber und da ist Quano wieder ausgefallen. Ich mache mal eine Massenheilung. Sicher ist sicher. Was? Genau, das ist das mit den Morphos ist die beknackte Stelle, aber ich sehe. Eigentlich müsste Vorgrim ja gegen die Morphos helfen. Und da ist Fyris ausgeschaltet worden. Nein. Nochmal versuchen. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir müssen nur erstmal dafür sorgen, dass dieses blöde Vieh auf, von Anfang an auf Vorgrim vielleicht losgeht. Und dass Kuano seinen Sternenstaub dann erst dann wirft. So. Achso, jetzt habe ich dich unterbrochen. Fexens Gunst. So. Das können wir abbrechen. Du auf den losgehen. Was? Du sofort auf den hämmern. Fyris. Doppelpfeilhagel. Ja. Kuano, du verkrümelst dich. Hinter ihm. So. Und da sind auch schon seine ersten beiden Gehilfen. Gezielter Stich. Kugelblitz. Weiche. Nicht auf den. Auf den da. Gezielter Schuss. Ja.
So, dann schalten wir erstmal den aus der Kuano-Karte bedrängt. So. Wenigstens brennt er. Beide sind auf Kuano. Ja. Du heil mal die Wunde von Kuano weg. Du weiter Wuchtschläge. Ja. So. Sternenwurf. Du. Wieder ein Kugelblitz. So, Balsam hat dich geheilt. Okay. Sieht alles noch ganz gut aus. So, zweite Krabbe ist tot. Jetzt geht's wieder gegen das Vieh hier. Ich versuch's mal mit einem Fulminictus. Was machst du da hinten, Feiris? Also stell dich vielleicht hier hin. Und da kommen auch schon die Amöben. Okay. Weiche. Sie hat keine Ausdauer mehr. Ich versuche mal eine von den Kleinen zuerst auszuschalten. Ja. Kuano, da ist noch eine Kleine. Du, nee, halt, du wirst erstmal Sternenstaub. Gut, Sternenstaub ist geworfen. So. Du da musst weg. Ja. Au, 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 hat Feiris einen Heiltrank? Nein, du wirf mir mal die Einbeersäfte rüber. Ei. Und du? Benutz einen. Einbeersaft. Schneller. Gut so. Nicht so gut. Die sind wieder alle auf Kuano losgegangen. Okay, wir müssen eine andere Taktik nehmen. Wir müssen Vorgrim von dem Hau drauf abziehen. Das beim nächsten Versuch und gucken, dass wir die blöden Morphu alle loswerden. Das kann ja nicht angehen. Was? Bei Feiris kann Kuano jetzt nicht rechtzeitig heilen. Aber, warte, Kuano hat Heiltränke. Mal sehen, ob das noch reicht. Ja? Feiris kann sich vielleicht selber noch rechtzeitig heilen. Du kannst schießen. Hm? Du hau auf den Morphu drauf. Na, unsere Heilerin ist weg. Au. Ja, kaum drehen wir ihm den Rücken zu, geht's hier die Scheiße los. Ne, so schaffen wir das auch nicht mehr. Schnell speichern. Also ja, der Anfang war um einiges besser diesmal, dadurch, dass er gleich auf Vorgrim losgegangen ist. Die Phase mit den Morphu ist lästig. Ups, ich habe vergessen. Ja. Du, nee, halt, Fexens Gunst. Ei, Achtung, Doppelschuss. Kugelblitz. Ja. Angriff! Vorgrim Wuchtschläge. So. Ja. Komm. Und jetzt du. Sternenwurf. Au. Da hast du Vorgrim aber mal gut getroffen. So. Komm schon. Nein, das ist falsch. Okay, auf wen gehen die Krabben? Müssen wir erstmal gucken, dass wir eine von den Krabben loswerden. Ja. Ha! War ihr! Am besten die, die auf unsere Heilerin drauf losgeht. Oder die jetzt gerade auf Kuano losgeht. Ein Sumus-Schild wäre vielleicht nicht schlecht mal.
Okay. Krabbe 1 ist tot. Jetzt kommt Krabbe 2 dran. So, wie lange hält das Sumo-Schild? Gerade mal 20 Sekunden. So. Und ich glaube, ich hole ein zweites, sobald die Amöben kommen sollten. Ja. Ja? Gut. Noch sieht alles okay aus. Okay, der Kugelblitz hat nicht viel gemacht diesmal. Nein, Doppelschuss, bitte. Wuchtschläge. Koale Sternenwurf. So ab 300 kommen, glaube ich, die Amöben. Genau, jetzt kommen die Amöben. Bei 330 rum. Das heißt, ich mache einen neuen Schild. Kann ich nicht, weil ich nicht genug Astralpunkte habe. Und das ist schon mal doof. Aber Kuano kann mit seinem Sternenwurf beginnen. So. Und dann müssen alle irgendwo sich in die Richtungen verteilen und die Amöben loswerden. So. So. Kugelblitz. So. Kuano, du heilst dich jetzt erst einmal selber mit einem Heiltrank. Und dann bewirfst du... Ah, Mist. Heiltrank, so. Und dann bewirfst du die Amöbe mit Sternenstaub. Was? So, die kleine Amöbe ist schon mal weg. Weiche! Und dann geht's jetzt auf die Amöbe los. Vorgrim hält sich gut. Auf wen schieße ich jetzt schon wieder? Auf die Amöwe? Ich sage immer Amöwen, das sind aber nur Morphu. Gut. Vorgrim, die ist auch schon mal weg. So. Okay, ich mache jetzt mal eine Massenheilung. Der Morpho ist fast weg. Mama. Ja? Falris schießt auf den Morpho. Das ist nicht so gut. Schießt auf den Morpho. Achtung! Bitte. So, der Morpho ist ausgeschalten. Ja. Komm schon. Du auf den Morpho gezielt einen Stich mal, um ihn abzulenken. So, Heilung hat gesessen. Ja. Du heil meinen Wundbrand. Du nimmst einen Zaubertrank zu dir. Du, bevor du mir wieder abkratzt, Heiltrank. Ja genau, geh auf Vorgrim los. Und du mach den Morpho mit deinem mit deinem Kugelblitz weg. So, gut. Trinken Eimbeersaft. Na? Du schärfst deine Waffe. Ja. Du schärfst deine Waffe. Wirfst Sterne nach oben. Feiris heilt Vorgrim. Vorgrim verteilt Wuchtschläge. Und du stehst nicht so doof rum, du